Willkommen am Sonntag zur ersten Partie Mainz gegen Schalke. Heute Abend gibt es noch Gladbach gegen Bayern München. 10 Matches gab es dann insgesamt an diesem Bundesliga-Wochenende. Wir verabschieden uns dann in die Länderspielpause. Aber wenn ihr schon für den kommenden Bundesliga-Spieltag einen Wunsch habt, dann schreibt uns das. Denn 9 Partien wurden sich alleine eben hier von euch wieder gewünscht. Das finden wir klasse. Ansonsten alle Partien gestern und vorgestern unbedingt ansehen und am Tippspiel mitmachen. Uns interessiert ja, was glaubt ihr, wie die Reale und wie die FIFA-Begegnung endet. Für das reale Match ein R davor, für die FIFA-Begegnung ein F davor. Und dann zählen wir eben zusammen. Pro richtigen Tipp gibt es einen Punkt. Das heißt, bei 10 Partien kann man maximal 20 Punkte erreichen. Und wer die meisten Punkte hat, der wird unser Tippkönig. Und das werten wir am kommenden Bundesligaspieltag aus. Aber alle, die einen Kommentar schreiben, werden dann auch garantiert im Video erwähnt. Ob Tipp, ob Wunsch, wir nennen euch dann eben gerne. Und ja, eins sei eben noch gesagt, wenn euch das Format gefällt, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, dann verpasst ihr auch kein Video, denn wir haben ja nicht nur die Bundesliga auf unseren Kanälen, noch viele andere tolle Projekte, auch einige Sachen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Und ich denke mal, da werdet ihr ebenfalls viel Spaß mit unseren Emotionen haben. Ja. Von daher, lasst ruhig mal ein Abo da, wir freuen uns darauf. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns das, wir setzen die gerne um. Genau. Es wird wahrscheinlich ein Rekordspieltag nach der Ligapause. Jetzt haben sie ja so viel Zeit zum Wünsche schreiben. Das glaube ich auch. Ja, ist egal, knallt es rein, wir sind da. Ja, ich meine, dadurch, dass jetzt die Länderspielpause ist, haben wir ja auch viel Zeit zum Vorbereiten. Genau. Das passt dann schon. Schreibt es auf jeden Fall rechtzeitig, ne? Weil wir müssen das natürlich zeitlich einplanen. Also nicht erst am Freitag oder so ankommen oder am Donnerstag, oh, dieses und jenes alles. Das wird dann zu knapp. Nee. Am besten jetzt direkt sagen, welchen Verein ihr sehen wollt. Embolo, du stehst im Weg. Ja, im Weg ist an diesem Wochenende auch ganz oft Pfosten und Latte. Oh ja, wie oft habe ich Pfostenlatte getroffen in diesen Partien? 8-9 Mal insgesamt bestimmt. Also richtig häufig diesmal. Das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist ein Eigentor. Bei Unentschieden hatten wir jetzt auch. Rote, gelbe Karte, Elfmeter, war alles dabei. Verschossene Elfmeter, verwandelte Elfmeter. Ja, wir haben wirklich alles bis auf Eigentor. Verletzte, rote Karte. Ja. Obwohl, rote Karte gab es bis jetzt auch nur eine. Ja, egal. Ja, die habe ich mir geangelt, das ist ja logisch, ne? Ein Eigentor habe ich, sag ich mal, zur Hälfte erzielt. Wurde nur nicht gewertet. Ja. Mit dem Schulterblatt des Keepers ist der Ball da wieder rein. Oh, fuck. Ja. Gut, das war gut. Gut gespielt. Ja. Schalke hat die letzte Partie 3-0 gegen Augsburg gewonnen. Die sind wieder im Aufwind. Und außerdem steht ja das Rückspiel an gegen Gladbach in der Europa League. Da ging es ja nur in Anführungsstrichen 1-1 aus, obwohl sie am Ende und auch eigentlich lange Zeit mehr vom Spiel hatten und hätten gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ja. Aber Mainz hat da was gegen. Das pfeifst du nicht. Oh, Wasserschneider. Ja, ich bin jetzt ein bisschen unter Zugzwang. Denn Mucke liegt aktuell in Liga 1 2 Siege vorne. Wenn ich das hier gewinne, nur noch ein Sieg. Entsprechend will ich natürlich hier 3 Punkte einfahren. Das wäre wichtig, damit Mucke in der Statistik nicht verkürzen kann. Ja, solltest du jetzt die Sonntagspartien gewinnen, ist der Vorsprung eigentlich genauso wie bevor wir am Freitag angefangen haben. Ja. Und das alles war umsonst. Es gibt eh Ecke. War mit meinem fetten Arsch noch dran. Die zweite Liga ging ja an mich. 2 Siege habe ich da errungen. Mucke einen Sieg. Das ist also ein bisschen knapper geworden. Liga 1, wenn das dabei bleibt, wären es wieder 9 Punkte Vorsprung für mich. Genau. So, jetzt ist aber hier mal ein bisschen Zeit für Mainz. Nee. Nee, hast recht. Die brauchen noch. Ja. Die sind noch nicht in der Partie. Nee, noch nicht wirklich. Jetzt läuft es nur über Schalke.
war ein bisschen weit vorgelegt. Schöner Block. Ja, Mann. Und es ist mal wieder Naldo. Ja. Und der kriegt auch wahrscheinlich mal wieder eine Karte. Wie immer. Egal, egal wer Schalke spielt. Naldo sieht immer gelb. Boah, der war gefährlich. Ja. Nee. Was will er denn da pfeifen? Gut, Torwart. Ah, kommt ihm nicht. Der hatte keinen Bock mehr. Nee. Schön. Ja, das gibt Hövenes, kriegt jetzt auch noch gelb. Ja. Geh weg da. Der Schneider steht im Weg. Genau, ja, der Einsatz von Mainz stimmt. Ja. Das war jetzt zu eng. Komm jetzt. Gut. Gut. Und Schuss. Ah, nee. Den hat er nicht gut getroffen. Nee, und damit geht es jetzt wahrscheinlich über die Halbzeit. Ja. Ja. Schalke führt 1-0. Von den Chancen her, ja. Ein Schuss hatten wir auch mehr aufs Tor. Du mehr Ballbesitz, Schussgenauigkeit, bist du besser, Passgenauigkeit auch leicht. Ja. Können wir weitermachen. Können wir fast weitermachen. Ja. Der Zecker macht wieder lange Wartepause. So. Hilfe. Ja, ist klar. Man hatte sich im Mainz in der Saison auch mehr ausgerechnet und jetzt steckt man schon eigentlich im Abstiegskampf. Hm. Man muss wirklich bei vielen sagen, oh, es könnte böse enden. Ja. Hättest du auch pfeifen können, du Pfeife. Ja. Ja. Klasse gemacht. Huntelaar! Ey, sag mal, was macht der Lössl da? Ich drück keinen Knopf zum Rausholen. Was bist du für ein Bekloppten? Ach, ich wusste zweimal, dass du grätschen wirst. Hat Huntelaar super ausgenutzt. Gleich nach wieder Keeper Angriff. Ich hab den Keeper nicht einmal nach vorne geholt. Nicht einmal. Und der läuft einfach nach vorne. Das ist dann blöd. Wenn ich sage, du sollst nach vorne gehen, dann darfst du laufen. Aber sonst hast du stur in deinem Kasten zu sitzen. Zu sitzen. Ja, sitzen. Merkt er sich jetzt. Na, schön. Gut. Ja, da muss dann noch einer sein, um den Ball dann mitzunehmen. Was war das denn? Ist auch viel zu viel weg, Platz. Geh weg, Mann. Oh. Ja, guter Einsatz. Ja, guter Einsatz. Hm. Ja, guter Einsatz. Der pfeift aber auch gar nichts mehr, die Pfeife, ne? Guter Einsatz. Oh, schlechter Einsatz. Ja. Oh, Kackeinsatz hier. Ja, guter Einsatz. Ja, hey? Guter Einsatz. Nein. Ja. Yep. Ja. Ja. Nee. Hauptsache der Einsatz stimmt. Genau. 2-0 hinten, aber Hauptsache der Einsatz stimmt. Oh, Junge! Da kommt der Ball schon an! Yes. Oh, Junge! Hä?
Naja, gut. Ja, gut. Hm. Dem passiert es nicht. Gefallen. Der konnte nicht mehr. Schön. Schön. Oh. Oh. Bam! Da, schon wieder. Der Keeper kommt wieder raus. Ich drück keinen Knopf dafür. Mist, ey, dass der nicht reinging. So, komm. Ecke. Da will ich den hinhaben. Genau. Genau. Dahin. Oh. Was willst du? Nein, die Frage ging an den Spieler. Nicht ach an komm, was pfeift der denn? Jetzt mal ohne Scheiß, was hat er da gepfiffen? Freistoß? Ja, aber für nichts. Hey, da war ich nicht. Ja, ist mir doch egal. Hier bin ich. Ey, da war ich nicht. Ey. Das gibt es nicht. So, jetzt eine tödliche Flanke. Ja. Ha. Oh, was macht der da? Ja. Damn. Oh. Was? Scheiße. Das hätte mir mal gut getan. 3:0. Ich hoffe, er verteilt gleich noch ein paar Karten. Weil die hast du dir verdient. Nein! Oh. Scheiße. Oh, Gyro ist tot. Verletzt? Nein, er ist einfach K.O. Ach so. Oh Mann, Mann, Mann. Ich will mal wieder 13-0 gewinnen. Ja, hattest du auch schon ewig nicht mehr. Du gewinnst. Wenn er gewinnt? Doch, letzte Woche. Du hast einen Toten. Echt? Ja. Hast du jetzt eine Karte immerhin bekommen? Eine. Pff, viel zu wenig. Oh, gut gemacht. Ja, ich kann auch was. Mhm. Jetzt ernsthaft gelacht? Nein. Okay. Mann, der Ball, der soll da gar nicht hin. Oh, der ist aber hingefallen. Oh! Anschlusstreffer, 2:1. Das ist ärgerlich. Und unverdient. Ärgerlich und unverdient. Ja, Schalke war definitiv über die ganze Zeit die bessere Mannschaft. Oh. Genau das meine ich. Genau sowas meine ich. Komm, er kommt auch einfach ja. Frei zum Schuss. Geh weg da. Genau. Nein. Ja. Das pfeifst du Alter, nicht. Alter, und was machst du denn da? Ah, der Blas ist tot. Ich kann nicht mehr. Komm, nochmal verlängern, nach oben. Nochmal. Ja. Oh. Das war's. Verliert er den Ball, Schalke, aber gewinnt trotzdem 2:1. Naja, immerhin meine Pflichtaufgabe hier erfüllt. Auch wenn da noch mehr drin war für die Tordifferenz. Egal, 2:1, du mehr Ballbesitz, ich mehr Möglichkeiten. Oh, Schussgenauigkeit. Schussgenauigkeit und Passgenauigkeit ist gleich. Karten gab es 4 Stück und einen Verletzten. Nachher zum Abschluss Gladbach gegen Bayern.
Bis dann, tschüss. Tschüss.